Mein Name ist Stefan Decker. Ich bin Umweltreferent und Naturfilmer. Für meine Filme unternehme ich keine weiten Reisen. Mir ist es ein Anliegen, den Menschen die Augen zu öffnen für die Natur vor ihrer Haustür. Heute möchte ich euch von einem Abenteuer erzählen, an dem ich seit einem halben Jahr arbeite. Hallo liebe Freunde, für die mich nicht kennen, mein Name ist Stefan Decker. Ich bin Tierfilmer aus Bonn und heute bin ich nicht im Wald, sondern ich bin ganz in der Nähe vom Haus der Natur. Da bin ich heute nämlich verabredet und zwar mit Heike. Und Heike hat mich angerufen, weil sie irgendwas Spannendes entdeckt hätte. Ich bin neugierig, was mich hier erwartet und euch nehme ich mit. Auf geht's! So, ich war mal neugierig. Du hast gesagt, du hast was entdeckt. Ja, ich hatte die Wildtierkamera mal im Bauerngarten hängen und habe tatsächlich ein gar nicht so kleines Tier dann entdeckt. Spann mich mal nicht auf die Folter, ich bin gespannt. Ja, es ist tatsächlich ein ziemlich großer Dachs. War das jetzt ein Zufallsfund oder wie bist du darauf gekommen, die Kamera da aufzuhängen? Unsere Beete waren ziemlich stark durchwühlt. Also ich habe schon echt gedacht, da haben wir jetzt Wildschweine im Bauerngarten. Ja. Und hätte aber jetzt gar nicht mit einem Dachs gerechnet tatsächlich. Okay, das ist ja eigentlich ein kleiner Sensationsfund hier direkt bei uns. Ich glaube, Dachse sind jetzt ja auch nicht gerade die Tiere, die man mal zufällig nachts im Wald sehen kann. Hast du eine Uhrzeit, wann der ungefähr da war? Ja, der war kurz nach 11 Uhr da und er war aber auch noch mal so um 3, 4 Uhr morgens da. Okay, 11 Uhr ist natürlich ein kleines bisschen spät, wenn man noch schöne Bilder vom Dachs machen möchte. Allerdings im Sommer ist es jetzt ja auch lange hell. Und wenn er dann vielleicht doch mal ein bisschen früher rauskommt, vielleicht haben wir dann doch noch Glück. Ich habe tatsächlich nicht weit von hier eine Dachsburg, wo ich im Winter schon mal gewesen bin und Spuren gefunden habe. Schnee im Rheinland, eine absolute Seltenheit. Der Schnee macht sichtbar, was oft nur im Verborgenen passiert. So habe ich im Winter den Neuschnee genutzt und bin einer Dachsfährte bis tief in den Wald gefolgt. Den Nachweis brachte die Wildkamera schon nach wenigen Tagen. Zwei Monate später bin ich mit meinem Praktikanten Timo erneut zurückgekehrt. Wir wollten erfassen, wann der Dachs hier in der Regel aktiv ist. Leider war das meist erst, wenn es draußen schon stockfinster war. Und so war mir klar, dass ich im Sommer hierher zurückkehren müsste. Okay, dann würde ich sagen, ich mache mich auf jeden Fall gleich mal auf den Weg. Ich bin aber vorher noch verabredet mit Julia, unserer Försterin.
Und die hilft mir ein ganz kleines bisschen bei den Vorbereitungen zu den Dreharbeiten, denn der Dachs ist natürlich ein sehr scheues Wildtier und wir wollen auf gar keinen Fall stören. Ja, dann viel Erfolg. Ja? Mal gespannt, mit welchen schönen Fotos du hoffentlich zurückkommst. Am Nachmittag bin ich mit Julia verabredet. Julia ist Försterin und kennt den Wald und seine Bewohner wie ihre Westentasche. In der Regel hat sie immer Ratschläge, die mich bei meiner Arbeit unterstützen. Der Dachs, wie lebt der Dachs bei uns in freier Wildbahn und welche Rolle spielt er überhaupt für das Ökosystem Wald? Dachse sind dämmerungs- und nachtaktiv. Das heißt, ich werde sie tagsüber, wenn ich im Wald spazieren gehe, nicht antreffen, weil sie da im Bau sind zu dieser Zeit. Und Rolle im Ökosystem haben sie eine ganz große, weil sie sehr viele Insekten fressen und ihre Larven, sprich die halten die Insektenpopulation klein. Aber sie essen zum Beispiel auch Beerenobst und Feldfrüchte und Pilze. Und zudem verschmähen sie auch Aas nicht. Und damit räumen sie halt auch den Wald auf. Dann würde mich interessieren, wo kann ich Dachse finden, auch hier im Kottenforst? Und wo halten sie sich eigentlich tagsüber auf? Du hast ja gesagt, sie sind nachtaktiv. Was machen die den Tag über? Sie graben sich einen Bau, da lebt der Dachs, da ist er auch tagsüber. Und die bauen sehr große Baue, die auch über Generationen hinweg genutzt werden. Also es ist nicht so, dass jeder Dachs seinen eigenen Bau gräbt, sondern manchmal bleiben die Nachkommen einfach vor Ort und benutzen einfach den Bau, wo sie selber geboren worden sind, wieder. Wenn ich jetzt das Glück habe, dass ich mal einem Dachs über den Weg laufe im Wald oder vielleicht sogar über einen Dachsbau stolpere, wie verhalte ich mich dann in der Regel? Ja, ich sollte mich beim Dachs wie bei jedem anderen Wildtier auch verhalten. Also einerseits freue ich mich natürlich, weil ich persönlich habe noch nicht so viele Dachse gesehen in meinem Leben. Und man muss aber auch den Respekt vor dem Tier haben, beziehungsweise den Tier einfach seinem Raum lassen. Das heißt, ich verhalte mich ruhig, wenn ich das Tier sehe, bleibe auf Abstand und laufe ihm zum Beispiel nicht hinterher, nur um ein besseres Foto machen zu können. Jetzt muss ich der Heike natürlich noch irgendwas sagen, weil die hat ihn hier im Garten. Ich bin Gartenbesitzer und habe jetzt einen Dachs im Garten. Was mache ich dann? Was kann ich dann tun? Ja, ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn ich einen Dachs im Garten hätte und würde den beobachten. Aber ich kann auch verstehen, dass Gartenbesitzer da manchmal ein Problem mit haben, weil die zum Beispiel Löcher graben. Aber man sollte einfach bedenken, der Dachs frisst Schädlinge. Sprich, da wo der Dachs ist, werde ich auch keine Schnecken im Garten haben. Sehr schön. Dann gucke ich mal, ob ich jetzt Glück habe und ich mache mich mal auf die Suche und vielleicht kriege ich ein paar Bilder für uns. Ja, dann drücke ich dir die Daumen. Gesagt, getan. Mission Dachs, der sechste Versuch. Ja, wie Julia schon sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Dachs im Wald sieht, geschweige denn filmen kann, die steigt natürlich in den späten Abendstunden. Und das ist auch der Grund, warum wir mit dieser Folge bis in den Sommer gewartet haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass man den Dachs noch bei Tageslicht erwischen kann, die ist natürlich jetzt aktuell im Sommer deutlich höher. Wichtig dabei ist mir allerdings, dass die Dachse eben mich nicht erwischen. Der Dachs hat einen unglaublich guten Geruchssinn, zudem noch einen wirklich gut ausgeprägten Gehörsinn. Und darum bin ich jetzt schon mehrere Stunden vor Sonnenuntergang hier zu meiner kleinen Waldlichtung mit der Dachsburg gekommen, damit ich in Ruhe aufbauen kann und damit möglichst viel Ruhe in die Natur einkehren kann, bevor es dann hoffentlich soweit ist und die Dachse aus ihrem Bau kommen. Was nun folgt, habe ich bereits 6-mal so durchgespielt. Die Schwierigkeit bestand in der Regel darin, dass der Wind im Wald zu häufig die Richtung gewechselt hat, wenn er nicht stark genug war. So gab es kleinräumige Verwirbelungen und nur ein Duftmolekül in der Nähe des Dachsbaus reicht aus, um den Dreh sofort abzubrechen. Doch heute will ich einen neuen Versuch wagen.
Nun heißt es warten. Was hier in wenigen Sekunden passiert, dauert in echt meist bis zu 3 Stunden. Eine mühselige Arbeit, gerade bei diesen Temperaturen und unzähligen Mücken im Wald. Doch heute sollte ich belohnt werden. Ich kann mein Glück kaum fassen. Vorsichtig erkundet der Dachs die nähere Umgebung der heimischen Burg. Es macht mich unglaublich glücklich, das Tier jetzt auch mal live beobachten zu dürfen. Doch was dann passiert, hätte selbst ich nicht zu hoffen gewagt. Ich bin nicht nur auf ein einzelnes Tier, sondern auf eine ganze Dachsfamilie gestoßen. Für mich geht heute ein kleiner Traum in Erfüllung und ich bin dankbar, dass ich dieses Glück mit euch teilen darf. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und mich auch bei meinen zukünftigen Abenteuern begleitet. Habt einen guten Sommer und bis ganz bald.